Ja, und hier ist jetzt bereits meine letzte Konstruktion, das Mixtur-Tortonium. Zweimal normal, selbstverständlich, und dann diese vielen Knöpfe, das sind eben die Einstellungen der subharmonischen Mixturen. Man kann da auf jeden dieser Knöpfe kann man ungefähr 20 subharmonische wählen. Und da kann man natürlich dann solche Akkordverbindungen jeder Art, Enge oder Weite, und auch welche, die also ganz harmonisch sind und welche, die natürlich auch dissonant sind. Dieses Instrument steht jetzt inzwischen ohne diese Sachen da oben drauf in Bonn im Deutschen Museum. Übrigens das Konzerttrautonium, ich würde in Kürze in Paris im Musée de la Musique einen Platz finden. Es ist nicht mehr spielbar. Man hat die Netzanode zerstört. Und wie zerstört? Ja. Die Zerstörung war übrigens häufig, sodass jetzt wirklich nur noch ein Instrument und das da übrig geblieben ist. Hier haben Sie beide Reihen zu sehen. Sie sind nicht genau spiegelbildlich. Die eine geht nach oben, die obere Reihe, und die andere geht nach unten. Sie sehen die 19 dahin. Die letzte ist die 20. Das ist das A, was in einem Akkord von U, C, also F, C, F und so weiter drin tatsächlich als Sechste wirkt. Ja. Und hier sehen Sie Harald Genzmer bei der Disposition seines Konzerts für Mixtur, Tortonium und großes Orchester. Ein tolles Stück, kann ich nur sagen. Ich habe natürlich was mitgebracht, meine Damen und Herren, aber ich glaube, wir müssen, da wollen wir drauf verzichten. Sind Sie einverstanden? Ja. Ich will mal sehen, ob ich die kurzen Zweitakte rauskriegen kann. Das sind die Einleitungsakkorde für den langsamen Satz. Wir werden es gleich haben. Außerdem ist natürlich noch eine sehr interessante Stelle, aber die muss man dann mal vertagen. Das ist der letzte Satz. Da spielt das Trautonium achtstimmige Akkorde und das Orchester wiederholt sie. Wir spielen also um die Wette dieselben Akkorde. Da, di, da, 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 ba, bim, ba, ba, bim und so weiter.
natürlich auch noch zwei Filme vorbereitet, aber das wird wirklich zu lang. Ich möchte Ihnen dann vielleicht den Film, oh, Sie können wählen, bitteschön. Mal sehen, wer die meisten Stimmen kriegt. Wir haben einen, den bekannten Stahlfilm von Mannesmann, Stahlthema mit Variationen. Ich will aber noch den anderen noch nennen. Das ist der Film A Fleur d'Eau, der Schweizer Film, mit der Goldenen Palme. Also, der Film hat den Vorzug, am Ende ist kürzer als der Stahlfilm. Das ist nicht was vor, oder? Das wird zu lang. Das wird zu lang, glaube ich. Der Stahlfilm dauert ungefähr knapp 15 Minuten oder also 14 vielleicht. Und der Amen.